Das End of the Line Update ist endlich da. Mal sehen, was es so neue Sachen gibt. Ich kann mir so vorstellen, 5 neue Waffen vielleicht, eine neue Map, ein neuer Modus. Was ist das denn? Enten? Was soll das sein? Ich hasse den Enten alle einkaufen. Los, alle rennen. Ja, hallo, meine kleinen Fickschnitzel. Hier ist der Recht 93 mit einem kleinen Team Fortress 2 Video zum kürzlich erschienenen End of the Line Update. Tja Leute, was soll ich sagen? Ich könnte ja damit anfangen, dass Valve vermutlich 99% der Spieler bitter enttäuscht hat und das zu Recht. Ich meine, wenn man der Community seit 2 Jahren einen tollen neuen Game Mode mit einem Haufen neuer Waffen verspricht, dessen Update alle bisherigen Updates locker in den Schatten stellt und dann mit der Entschuldigung aufkommt, die neue Map sei für neue Spieler zu kompliziert, dann muss man wohl mit einem gigantischen Shitstorm auskommen. Aber hey, immerhin haben wir einen Haufen Enten, das entschädigt natürlich alles. Außer natürlich, dass ich überhaupt keinen Plan habe, wie das Ganze funktioniert. Ich töte jemanden und bekomme dafür Enten. Das Spielprinzip ist mir bislang noch ziemlich komplex. Mal sehen, was da noch kommt. Weswegen ich das Video eigentlich gemacht habe, ist folgendes. Leute, vertraut Valve doch einfach mal. Sie haben früher schon immer ein paar Patzer gemacht und das dann wieder gerade gebogen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Valve weiß, dass es so nicht geht. Und immerhin haben wir schon das Engie vs. Spy Update sowie ein Spismis Update vor uns. Team Fortress 2 ist nun ganze 7 Jahre alt und das ist ja auch verständlich, dass der Entwicklung so langsam die Luft ausgeht. Das sieht man ja zum Beispiel schon daran, dass sie es teilweise schon komplett der Community überlassen, für neuen Content zu sorgen. Und wenn ich dann sehen muss, wie sogar in der offiziellen Wikipedia zu Team Fortress 2 irgendwelche Hassreden zu den Entwicklern veröffentlicht werden, dann schäme ich mich teilweise richtig, Teil dieser Community zu sein, ganz ehrlich. Außerdem steht ja sowieso die Entwicklung der neuen Source Engine vor der Tür, was auch auf ein potenzielles Team Fortress 3 erhoffen lässt. Zumindest kann ich mir das gut vorstellen, denn immerhin ist Team Fortress 2 ja nicht gerade von den Einnahmen wegzudenken. Mein Fazit ist also, geduldet euch noch ein wenig, ich bin mir sicher, Valve wird noch etwas daran werkeln. Wir werden nicht 2 Jahre auf nichts gewartet haben müssen. Und zu guter Letzt natürlich, Enten, 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 ich muss sie alle haben.